So, wie schaut es denn jetzt aus? Versteht mir jetzt jemand? Versteht mir jetzt jemand? Daumen hoch. So eine Scheiße. Moment, das muss man mir noch sehen. Das kriege ich auch gleich hin. Das kriege ich auch gleich hin. Es war nicht so einfach. So. Also, guten Abend. Hallo erstmal. Nee, ich habe gerade ein Riesenproblem gehabt. Anscheinend ist der Mikrofoneingang von der Kamera kaputt. Und das war vermutlich schon seit dem letzten Livestream am Red Bull Ring. Habe das aber irgendwie nicht gemerkt. Und naja, jetzt ist es auf jeden Fall besser, denke ich mal. So, jetzt lassen wir da mal kurz noch schauen, dass das alles hier so läuft, wie es funktionieren soll. Also ich wollte ja heute erstens einmal eine On-Board-Runde mit euch anschauen, gemeinsam vom Red Bull Ring. Ich war das erste Mal am Red Bull Ring und also das erste Mal mit dem Motorrad. Früher bin ich dementsprechend oft mit dem Auto dort gefahren. Also ich kannte die Rennstrecke sehr gut vom Auto, also Streckenverlauf und so war mir klar. Aber wie gesagt, ich bin es noch nie mit dem Motorrad gefahren. Und ich hatte ja Instruktionen, wir hatten ziemlich viel Pech mit dem Wetter. Also es war wirklich von 2 Tagen, hat es 1,5 Tage geregnet. Und zwar immer so, dass es im Endeffekt kurz bevor es abgetrocknet hat, hat es wieder zu regnen angefangen. Also war etwas nervig. Habe sofort Youporn beendet. Ja, Patrick, super. Danke, ich fühle mich geehrt. Also wie gesagt, wir sind ein paar Runden gefahren, das können wir uns jetzt mal gerne miteinander anschauen. Ich bin nur mit der Honda gefahren. Mich haben sehr viele gefragt, was ist jetzt mit der Honda? Habt ihr schon rausgefunden, warum sie so wenig Leistung hat? Nein, habe ich noch nicht. Ich hatte noch wirklich keine Zeit. Das muss ich jetzt unbedingt die nächsten 2 Wochen machen, weil ich hatte am Red Bull Ring, das war wieder so extrem krass. Ist halt eine Strecke, wo du richtig Leistung brauchst. Und das hat man hier am Red Bull Ring natürlich dann dementsprechend gemerkt, dass hier gar nichts, dass hier einfach nichts drin ist, ne, und keine Leistung zur Verfügung steht. Jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam eine Onboard-Lap an vom Red Bull Ring. Das sind vor mir zwei schnelle 600er. Da sieht man mal, was da so passiert. Also das war, jetzt müssen wir da noch den Ton einschalten. Das war jetzt noch eine langsame Runde, beziehungsweise mein Schüler hatte da abgebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann fährst du halt nochmal alleine ein paar Runden. Bin ich auch nicht dazugekommen, war am Abend ein Turn. Bin ich quasi alleine drauf los, dass man mal sieht, wie die Strecke so aussieht, wer noch nicht dort war. Also da geht es ziemlich bergab hier runter und ist auch mit dem Bremsen relativ schwierig einzuschätzen durch die Bergabpassage. Die Start-Ziel-Gerade ist eigentlich relativ unspektakulär. Ist aber beim Anbremsen dann doch relativ tricky, wenn man verhältnismäßig spät bremsen kann. Ach, das war mein Schüler noch. Okay, das war, muss ich ein bisschen weiter vorspulen. Wo der dann abgebrochen hatte. Hier hatte er abgebrochen, genau. Und dann bin ich mit den schnellen 600er hier weitergefahren. Und das ist eigentlich so das einzig tricky Stück hier. Da hast du zwei Linkskombinationen, also zwei Linkskurven in Kombination auf eine Wechselkurve unter Zug in rechts. Also das ist hier die letzte links, mehr oder weniger. Und dann geht es unter Vollgas auf rechts. Muss natürlich gut mit dem Lenkimpuls arbeiten, dass du da unter Vollgas quasi umlegen kannst.
Hier eben Bergabpassage beim Bremsen sehr schwierig einsehbar. Der Scheitelpunkt hier ist fast nicht zu erkennen von oben. Und hier runter hast du auf der Bremse halt trotzdem nochmal extreme Kompression hier rein. Also wie gesagt, wir fahren hier mit der Honda mit relativ wenig Leistung. Und die zwei da vorne sind 600er. Nur mal so zum Einwirken. So auf der Bremse fahre ich da jetzt halt gut ran. So, und jetzt zweiter Gang Vollgas. Und das da vorne sind zwei 600er. Was muss man nochmal tun, damit man sich sein Training gewinnt? Ja, Patrick, wenn du das noch nicht weißt, dann ist es vermutlich schon zu spät, weil wir haben dieses Training quasi, das verlose ich jetzt, für Leute, die sich bis zum 2. August bei mir als Mitglied angemeldet haben. Ne? Genau, Lasagne Pony, verkauf die Honda wieder. Ja. nee, ich mag die Honda, aber jetzt schau mal her, 600er. Die R6, wie die abgeht. Siehst du das? Ich bin im ersten Gang aus der Remus rausgefahren und die 600er fährt mir fast weg am Anfang. Erst jetzt würde ich wieder rankommen. Und auf der Bremse ja sowieso. Ja. Okay, Patrick, dann bist du dabei. Okay, cool. Hier runter ist eigentlich schon das schönste Stück von der Strecke, weil du in Schräglage halt ziemlich durchbeschleunigst. Hier kannst du länger stehen lassen, als man denkt. Und diese Doppellinks, da bist du halt ewig lang in Schräglage. Ne? Aber du hast halt nur zwei Linkskurven. Ist halt fürs Vorderrad, wenn die Temperatur gering ist, auch relativ schwierig, würde ich jetzt behaupten. Na, der mit der Ducati hat es ein bisschen, ich glaube, der wollte rausfahren. Ja. Der hat den Arm gehoben. Und da haben wir dann mal angedrückt und ich habe dann auf dem vom GPS raus sind wir 1,38,5 gefahren oder so. Also ich denke, mehr ist mit der Honda auch nicht drin. Also fast keine Chance. Ne? MotoGP heute geschaut, na klar. Beim Heimfahren vom Red Bull Ring. Jetzt auf der Bremse bin ich wieder ran. Pass auf. So. Aber kaum ist die neue R6 am Gas, ist die weg. Keine Chance. Kannst du mit einer 1000er keine R6 erfahren? Also mit meiner Luftpumpen-Honda. Nee, aber sie ist gut, sie macht mir Laune. Also zum Instruieren reicht sie vollkommen. Und so zum Selberfahren, klar. Ja, auf der Bremse, wie gesagt, da muss ich hier in den ersten Gang runter, dass ich hier überhaupt rauskomme. Schau mal das an, wie die R6 weggeht. Keine Chance. Da bin ich erster Gang Anschlag und da, die kommt nicht mal hoch, da passiert gar nichts. Kauf dir eine R6, ja. Welche Kurve gefällt dir mir? Kurve 1 oder Kurve 3? Kurve 1? Nee, keins von beiden. Ich mag nur die Linkskurven. Hast du was in der Bremse gemacht an der Honda? Alles standfest? Ja, die Bremse ist gut. Die ist okay. Die Bremse ist wirklich gut. Aber wir sind da schon relativ zügig gefahren. Für das, dass wir eigentlich alle miteinander so wenig Leistung haben, sind wir eigentlich ziemlich am Limit gefahren. Die SBS-DC auch mit Serienscheiben geht 1A. Ja, das müsste funktionieren, ja. Ja, aber so ist die Strecke, ich sag mal, sie ist relativ wenig technisch gegenüber jetzt anderen Strecken, die man so kennt. Ja genau, Doppellinks ist der Hammer, finde ich auch. Und das ist eigentlich die einzige, wo du so richtig technisch fahren musst und das nur ein bisschen. Alles andere ist halt sehr viel Stop and Go, Bremsen, Beschleunigen. Und es ist halt eine richtige Leistungsstrecke. Deswegen, wie gesagt, da hier mit der Honda unter 1,38, denke ich, da müsste ich schon ein bisschen übertreiben, dass das funktioniert und das macht keinen Sinn. Und das war so ein Open Pit Line Turn, da ist jetzt hier einer mit dem Straßenmotorrad gewesen, ne? Da wollte ich dann auch nicht den, naja, ein bisschen aufgepasst halt und dann waren die 600er weg. Wenn ich so zurück zu der Macher liebe führen, wenn dich die S6 ein wenig ärgert. Ich habe ja eh noch eine, meine 1 habe ich ja sowieso noch. Okay, also genug gelabert. Aber also kaufen muss eine gemachte R6 sein, Serie kann die unmöglich wegfahren. Aber das sind zwei R6 gewesen, dann müssen die beide gemacht gewesen sein. Und mein Schüler, mit dem ich gefahren bin, der Thomas, der hatte die gleiche R6 und die ging auch nicht schlechter. Also die Honda geht wirklich so schlecht. Die geht so schlecht, auch wenn die 149 PS an der Kupplung hat, die geht trotzdem so schlecht. Das ist einfach so. Anbremsen auf Kurve 4 ist sehr tricky, ja.
Das ist wohl wahr. Okay, dann schauen wir uns mal bezüglich dem Gewinnspiel an. Ich habe hier, also Datenschutz, sei Dank, haben alle Gott sei Dank unterzeichnet durch die Anmeldung. Das sind hier jetzt alle Mitglieder. Danke im Übrigen an die zahlreiche Teilnahme der Mitgliedschaft und hat mich tierisch gefreut, hat mir einen riesen Stein vom Herzen genommen, von der Schulter, einen riesen Stein von der, eine riesen Last von der Schulter genommen, dass ich hier jetzt ein bisschen quasi unterstützt bin und dementsprechend mehr Zeit in das Ganze investieren kann. Und das hat mich schon riesig aufatmen lassen und freue ich mich riesig. Wir haben ja am Freitagabend am Red Bull Ring, Freitagabend, ja, gemeinsame Körperhaltungsschulung gemacht und habe das quasi live übertragen. Dann haben wir quasi, also die Mitglieder haben den Link bekommen per Mail, die haben den dann im Mitgliedsbereich quasi gesehen und haben quasi dann diesen eine Stunde lang Livestream, wo ich quasi mit den Schülern, die mit mir in der Box waren, die Körperhaltung durchgegangen sind. Also war bestimmt für die sehr hilfreich. Das war im Endeffekt so, als wenn die eigentlich mit bei gewesen wären. Ja. Kennst du den Dominik Wincon? Er hat mir Tipps gegeben und er ist ein professioneller Fahrer. Das Komische ist, er gibt mir genau dieselben Tipps wie du. Du hast es echt drauf. Danke, Patrick. Ja, ich würde dir hier nicht irgendwas erzählen, wenn das nicht so wäre. Das wäre ja direkt Blödsinn. Machst du was an der Honda wegen der Leistung? Ja, Tommy, ich mach was. Ich muss jetzt zur Werkstatt bringen, weil ich habe da selber keine Zeit dazu, weil ich fahre von einem Event zum anderen und Videos und ich habe keine Zeit zum Schrauben dran. Das geht sich einfach nicht aus. Aber ich muss was machen, weil ich kann nur 600er installieren. Wenn da einer mit einer 1000er kommt, der etwas schneller ist, dann muss ich die 1 nehmen. Ich sehe meinen Namen. Also wie gesagt, das sind hier jetzt die ganzen Teilnehmer. Die habe ich da alle rauskopiert, da sind auch alle drin. Ich habe quasi nur meinen Pseudo-Account rausgenommen, mit dem ich das getestet habe, dass ich mich nicht selber wähle. Diese Teilnehmer habe ich jetzt alle in dieses Programm hier rein. Also das ist eigentlich eine Homepage mit so einem Zufallsgenerator. Und in diesem Zufallsgenerator sind wieder alle Namen drin. Und ich denke, so ist es am allerehrlichsten für alle Beteiligten. Also ich kann das nicht murksen, pfuschen oder sonst was, weil wir sind ja jetzt live. Und wir könnten jetzt jeden Namen einzeln durchgehen, aber ich denke, soweit vertraut mir jeder, dass auch jeder drin ist. Also ich habe keinen rausgetan, ich habe keinen dazugetan oder so, das mache ich nicht. Also ich ziehe ja zwei Leute, die quasi, jeder darf einen Tag mit mir zusammen in Brünn fahren. Ich bezahle einen Tag die Startgebühr bei Speer Racing. Ich bekomme auch den Startplatz nicht geschenkt von Speer, sondern den muss ich bezahlen. Und die zwei dürfen quasi mit mir fahren. Sind wir auch miteinander in der Box? Box habe ich schon gemietet. Box in Brünn sind groß. Ich habe relativ viel Zeit, weil ich bin von Montag bis Freitag dort. Habe zwar dann Freitag einen Fixkunden und auch Mittwoch einen Fixkunden und so und ein paar einzelne Turns. Aber deswegen habe ich gesagt, dann mache ich das, weil da habe ich eben die Luft, weil ich dort 5 Tage bin und dann im Anschluss nochmal 2 Tage mit Gehamoto. So, was schreibt also ihre Luftpumpe statt? Das muss man der Honda nehmen. Habe jetzt endlich auch dabei. Habe schon Urlaub angemeldet. Ah ja, okay. Wie viele Mitglieder sind es denn jetzt? Es sind jetzt exakt 206 Mitglieder. Danke. Bin auch dabei. Scroll mal weiter. Servus Matthias. Hey, das ist mal ein schöner Preis. Wo kann ich in Oberbayern mein Fahrwerk machen lassen? In Oberbayern fahr zum Tom. Zum Nützel Thomas. TGP Motor Racing. Der ist in Forstern bei Erding. Hinter Erding. 20 Kilometer hinter Erding. TGP Motor Racing. Fahrwerke gibt es im Umkreis keine besseren. Hi Tom. Servus. Okay, also ich ziehe zweimal, also ich drück jetzt quasi zweimal auf zufällig ermitteln drauf und dann wissen wir, wer gewonnen hat. Machen wir nicht mehr lang drum rum. Was hältst du von der Mischung vorne Vierer Dunlop, hinten Bridgestone Medium Soft? Also diese Kombination habe ich noch nie gefahren. Okay, zufällig ermitteln, 1, 2, 3. Kann sie da lesen? Hermann Steinfellner, Hermann, grüß dich, hi. Falls du jetzt mit dabei bist, du hast
einen Tag Instruktion mit mir geworden und die Startgebühr bei Speerracing. Melde dich bitte bei mir per E-Mail oder ruf mich einfach morgen Vormittag mal an. Du bist ja Mitglied, hast du ja die Telefonnummer. So, ich hoffe, der ist mit dabei. Schauen wir mal, ob er sich meldet. Ja, er ist mit dabei. Ist ja cool, oder? Ja, ich hoffe, du freust dich. Ich hoffe, du hast Zeit. Wenn du nicht Zeit hast, hast du Pech gehabt, dann ziehen wir jemand anders. Aber so ist halt wirklich am allerehrlichsten, oder? Also es ist nicht gefaked oder so. Ich habe keinen Einfluss drauf. Ich denke, das ist eigentlich so wirklich am allerehrlichsten. Ich glaube, besser können wir es eigentlich gar nicht machen. Servus, Michael. So, dann haben wir den Hermann. Hermann, wo kommst du her? Hast du Zeit? Freue mich schon. Urlaub ist schon fix. Ja, super. Ja, ruf mich morgen Vormittag mal an, bitte. Wo kommst du her? Versteht mich jemand? So. Sollen wir schon den nächsten oder gibt es da irgendwelche Fragen? Danke, Tom. Klar und deutlich. Wir machen Bilder, wir machen Video und ich weiß immer noch nicht genau hundertprozentig, wo mein Ton beim Livestream am Red Bull Ring nicht funktioniert. Das frustriert mich im Moment noch ziemlich. Lösch Hermann aus deiner Liste. Ja, der Hermann hat mir immer noch nicht gesagt, wo er herkommt. Ich glaube, der feiert gerade eine Party. Das ist halt echt was wert. Also, ich verlose im Endeffekt hier zweimal einen Wert von der Tag bei Speer kostet 200 Euro. Die Tagesinstruktionspauschale kostet 550. Ich verlose ja im Endeffekt zweimal 750 Euro. Das ist eigentlich schon heftig. Halleluja. Und das bei 200 Mitgliedern. Das heißt, die Chance ist eigentlich schon relativ hoch, dass jemand das kriegt. Oder dass du das kriegst. Okay, wir haben noch einen. Ja, wir sehen uns in Brünn. Wie kann man teilnehmen? Ist schon ein bisschen zu spät, weil ich habe ja ein Video gemacht, wo ich dir anbiete, die Mitgliedschaft zu machen und alle, die bis 2. August die Mitgliedschaft gemacht haben, sind jetzt hier im Gewinnspiel mit dabei. Okay, wir ziehen den zweiten. Zufällig ermitteln. Eins, zwei, drei. Christian Kobolak, Christian, Christian, spricht man dich normal Christian oder Christian? Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, der ist dabei. Glückwunsch an die Gewinner, hab leider verpennt, brauchst noch Bilder für die Wand. Ja klar, Bilder immer nur her. Da kommt jetzt die Woche sowieso mal wieder die nächste Mailtime quasi, ne? Zum ersten Mal auf der Rennstrecke, ja, kann ich dir viele Tipps geben, aber ja, Hermann, ich freue mich auch. Zum ersten Mal auf der Rennstrecke kann ich dir viele Tipps geben, aber ich glaube, das tut jetzt hier den Livestream ein bisschen überfordern, weil das wäre ein eigener Stream. So, wo ist der Christian? Kurze Frage, was kostet im Schnitt eine Vakuumkombi? Ich bin am Überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, gleich Maß. Die Vakuumkombi kostet maßgeschneidert inklusive Airbag um die 3000. Ja, wo ist der Christian? Ist er nicht da? Schade. Ah ja, Moment, ich bin ja, ihr seid ja ein bisschen hinten nach. Sorry. Glückwunsch auch dir. So ist das, wenn man sich auf Computer verlässt. Ja, was soll ich machen, ne? Ja, ich würde natürlich alle gern mitnehmen, ne? Aber es ist natürlich ist natürlich im Endeffekt auch eine sehr große Frage der Zeit und so weiter, ne? Na, zumindest treffe ich dich, weil ich sowieso in Brünn bin. Glückwunsch an die Gewinner. Ja, Glückwunsch an den zweiten Gewinner, aber der ist noch nicht hier oder ist nicht hier oder.
oder will es nicht wahrhaben. Tja, nee, das kann ich nicht machen. Ja. Ich lasse den Livestreamer online. Ich habe den Livestreamer nicht angekündigt. Brünn mit GH im September oder wann ist das? Hab's irgendwie nicht mitbekommen. Thomas, wir sind in Brünn. Wir sind in Brünn, also ich bin in Brünn mit Speerracing von 12. bis 16. August. Nee, sorry, war mein Fehler. Und dann bin ich 17., 18. August am Slowakiering. Das heißt, ich fahre quasi direkt von Brünn zum Slowakiering. Brünn ist natürlich mit GH im September, nicht im August. Ja, so ist es. Fake-Name bestimmt. Mach lieber nochmal und zieh aus Sveni aus Berlin. Ja, nee, das kann ich nicht machen. Ich muss das ja quasi, ne? Du verstehst, was ich meine. Ich muss das unparteiisch machen. Natürlich könnte ich jetzt hergehen. Ich kenne ja viele von euch und könnte sagen, ja, ich möchte gern, aber das kann ich nicht. Kann ich auf keinen Fall machen. Ja, Tom, du hast ja schon. Tom, du hast übrigens eh noch ein, zwei Turns gut, oder? Komm noch drin. Hermann hat mir immer noch nicht gesagt, wo er her ist. Das will er wahrscheinlich nicht verraten, sonst. Ja, Sven, ja, ich weiß, ist Spaß, ja. Klar ist Spaß. Immer Spaß. Nee, super. Haben wir noch was? Noch irgendwelche Fragen oder soll ich jetzt halt in den Feierabend gehen? Dann noch kurz zwei, drei Frägchen und Christian, E-Mail schreiben, anrufen, was auch immer. Dann machen wir das mit Brünnfix. Zum Thema erstmal auf Rennstrecke gerne ein Video. Ja, ich muss aber dazu sagen, hier hat Chris vom Racing for Fun Forum eh schon diesen Rookies Guide gemacht, wo er halt viele solche Fragen eigentlich beantworten müsste. Wann ist die nächste Verlosung? Ah, Hermann kommt aus Österreich, okay. Hermann packt schon, ja. Ja. nächste Verlosung gibt es so schnell keine mehr. Muss ich wieder sparen, dass ich mir das leisten kann. Super Corsa SP V3 ohne Reifenwärmer, ja, geht ohne Reifenwärmer. Tracksheet für den Red Bull Ring, tatsächlich habe ich mir gestern und heute eigentlich ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ja, kann ich eigentlich geben. Kann ich geben. Ja. Wir grillen im Brunnen, kommst drüber, kannst ein Straußenfleisch habe ich schon mal gegessen, ja, war nicht schlecht. Reifendruck habe ich schon ein Video gemacht, Patrick. Da gibt es ein Video, das ist fast so alt wie mein YouTube-Kanal. Das war eines meiner allerersten Videos. Wie es Chris geht, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke gut. Ich weiß nicht, ob er wieder komplett fit ist oder so. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. Genau. Nee, aber wie gesagt, für die ersten, was auch immer, für Tipps für die Rennstrecke, ist ein Riesenthema. Ne? Das müsste man vielleicht eventuell auch ein bisschen verschachteln und in ein bisschen Kategorien einteilen, weil sonst ist es halt wirklich so riesig und da ist halt wirklich die Frage, was machst du da als erstes? Also, puh. Will eigentlich mal jemand sehen, wie ich das erste Mal Motorrad gefahren bin? Hat da jemand Bock drauf? Ein Foto von mir, wie ich das erste Mal Motorrad gefahren bin? Das zeige ich jetzt kurz. Warte mal, ich muss da kurz umschalten. Das ist meine Honda SC57, das war mein erstes Motorrad. Und das war mein allererstes Mal Motorradfahren.
In Almería im Januar 2017 bin ich das erste Mal nicht Motorradfahren allgemein, sondern also auf Straße. Ich bin ja als Kind Jugendlicher Motocross gefahren, aber das war mein erstes Straßen-, also Asphalterlebnis und mit einem Supersportler mit 1000 Kubik quasi. Ja, Tommy, ganz klar, Vaku, habe ich ein Video dazu gemacht. Das ist für mich, also entweder Schwabenleder oder Vaku. Wenn du einen vernünftigen Kombi willst, dann musst du entweder einen Schwabenleder oder einen Vaku kaufen. Es gibt, das sind zwei Hersteller, in Deutschland selber produzieren, alles händisch machen, und das sind die zwei besten Lederkombi-Hersteller. R1 2020 kriege ich im September Anfang. Gibt es einen Test dazu? Meine Meinung, ja, positiv. Hat mir eine ganz leichte Kante in den Hinterreifen gefahren. Weißt du, woher das kommt? Könnte, weil ich das Gefühl, dass ich gleichmäßig angase. Ja, Kante, muss ich im Bild sehen. Hilfe gleich aufs Knie. Ja, und direkt mal Knie. Ja, Knie. Es hat drei Runden gedauert, dann war ich mit dem Knie am Boden. Das war die einfachste Übung. Also ich nehme jetzt nicht erst die Schräglage weg und reiße dann erst voll am Gas. Nee, du kannst in Schräglage schon beschleunigen, ja? Also nicht in 45 Grad, aber in 30 Grad kannst du voll beschleunigen. Das ist kein Problem mit dem Slick. Führerschein habe ich nicht. Also Autoführerschein habe ich, ja, aber kein Motorrad. Noch nicht. Also nee. Werde ich auch nicht machen, weil das ist ja irgendwo so ein bisschen so mein Markenzeichen, kein Führerschein. Und das ist mir auf der Straße viel zu gefährlich. Ja, Tom, der Leitwolf, ja, ist auch okay. Ja, ich hatte die Dainese schon ein paar Mal in der Hand und habe sie auch angehabt, aber es ist qualitativ kein Vergleich zum Vaku oder Schwabenleder. Das ist kein Vergleich. Die muss man anfassen. Das ist kein Vergleich. Das ist kein Vergleich. Und ich bin auf meiner Kombi, bin ich gestürzt letztes Jahr im August in Misano, und die Kombi hat keinen Schaden. Also das ist harmlos, ne? Manche, wenn sie stürzen, dann haben die gleich so ein Loch drin oder so. Also. Hallo, ab wann sollte man bei den Fahrwerk was unternehmen? Ja, ab 204 solltest du am Fahrwerk schon was übernehmen. War die ST57 Serie oder war das ST57? Das war ein Straßenmotorrad. Die hat irgendwie 3.500 Euro gekostet. Habe ich einmal gefahren und dann gleich wieder verkauft. Das bin ich und Max. Also Max hat mich ja meine ersten 2 Tage instruiert. Max hatte nicht viel zu tun hinter mir. Obwohl ich in Almeria, glaube ich, beim ersten Mal Motorradfahren auch 2-0 gefahren bin, wenn ich mich nicht irre. Ja, war nicht schnell, aber okay. War okay. Gibt es welche ohne Airbag auch um die, ja, um die 2000 wirst du einen ohne Airbag kriegen, aber ich würde es einfach nicht empfehlen. Weil was kostet der Airbag im Verhältnis zu dem, was du an mehr Sicherheit bekommst? Das sind ungefähr 800 Euro Differenz, sage ich jetzt mal. 800 Euro Differenz zwischen mehr Chance für Überleben oder nicht mehr Chance für Überleben. Also, sorry, aber das sind zwei Sätze Reifen. Also, für mich gibt es heutzutage keine Ausrede mehr, warum ich mir kein Airbag nicht kaufen soll. Weil das ist so viel mehr Sicherheit. So viel mehr Sicherheit. Also, würde ich auf keinen Fall ohne Airbag kaufen. Wenn du schon einen hast ohne Airbag im Moment, dann okay. Aber wenn du dir jetzt nochmal einen neuen kaufst, dann absolut mit Airbag. Was ist es im Verhältnis? Früher auch okay, wenn man es beherrscht, ist es notwendig. Traktionskontrolle. Also mein Honda hat auch keine Traktionskontrolle, aber die hat zu wenig Leistung, dass es fast egal ist. Ja? Also ich bin die R1, meine R1 mit dem Motor auch mal ohne Traktionskontrolle gefahren, weil ich den Radritzer als Sensor kaputt gemacht habe, und dann ist die ausgefallen und ich habe es ein bisschen spät gemerkt. Aber ich habe es nicht gemerkt, weil mir das Heck weg ist, sondern weil sie vorne halt dann extrem hochkommen ist. Aber es war ohne Traktionskontrolle tatsächlich fahrbar. Wenn du es weißt, ist es okay. Und auch nicht langsam. Bin in Brünn trotzdem 08 gefahren, ohne Traktionskontrolle.
Du hast mir zwei Bilder per WhatsApp geschickt. Achso, Aaron, du bist es. Ich sehe jetzt nicht, was auf dem Reifen das Problem wäre. Also du meinst diese leichte Kante, muss man schauen, ob man das sieht. Ja, du hast halt, ist das ein Pirelli? Ja, glaube schon, oder? Das ist ein Pirelli. Sieht nach Pirelli aus. Gut, du hast halt tendenziell vielleicht mit etwas zu wenig Schräglage schon noch erst Gas geben. Dann fährst du, also desto weniger Schräglage du hast, umso weiter in der Mitte fährst du ihn ab und es sieht eigentlich nach dem aus. Oder du hast vielleicht ein bisschen viel Luft drin gehabt. Vielleicht hast du ein bisschen zu viel Druck drin gehabt, das wäre auch möglich. Aber ansonsten, ja klar, irgendwo muss der Reifen ja abbauen. Irgendwo muss er ja abbauen. Und wenn du in mehr Schräglage Gas gegeben hättest, dann hätte die Kante halt weiter außen rein gefahren. Aber irgendwann kommt halt eine Kante, ne? Tom, die MotoGP, wenn es jetzt nach Marquez gehst, dann ist die GP 202 im Halbtrockenen gefahren. Also wenn man ein Gefühl hat, braucht man die ganze Technik nicht. Ja, natürlich kannst du Motorrad ohne Traktionskontrolle fahren. Was hältst du von Airbag-Westen, zum Beispiel von Hilite? Ja, besser als gar nichts. Top. Schaut scheiße aus, aber ist sicher. Die Kniehaltung hier auf dem Foto sieht aus, als ob der Schleifer nur vorne aufsetzt und nicht schön auf der ganzen Fläche. Habe dasselbe Problem. Was mache ich falsch? Ich glaube nicht, dass das an meiner Haltung liegt, weil meine Kniehaltung hat sich bis heute nicht verändert. Nur der Oberkörper kam weiter neben das Motorrad. Das ist einfach, manche Lederkombis haben den Aufsatz für die Knieschleife an einer beschissenen Stelle und dann schaut es so aus, denke ich. Tendenziell auch wenn die Schräglage dann mehr wird und das Knie weiter reingeht wieder zum Motorrad, dann sitzt er halt dann großflächig auf. Aber da war meine Schräglage halt auch noch nicht so hoch. Dann habe ich halt das Knie weiter rausgestreckt, dass das Knie am Boden war. Ne? Also von dem her, du, ich bin mit dem Knie am Boden gefahren und Neukirchner Max hinter mir hat Däumchen gedreht. Also von dem her. Die Lima raucht nicht ab. Es gibt ja eine Entspannungsregel. Hä? Was? Packt es der Lima-Regler, wenn man einfach nur die Beleuchtung wegbaut? Man hört ja viel, dass die Lichtmaschine abraucht. Ah, das ist eine technische Frage. Keine Ahnung. Spannungsregler. Ja klar, also ich denke nicht, dass die Spannung über 14 Volt rausgeht. Das dachte ich mir auch schon, dass die Passform vom Kombi nicht passt. Ja, das war so eine billige Alenes von der Stange Kombi. Natürlich passt die nicht hundertprozentig. War mir auch in dem Fall. Ja, die habe ich nur eine Saison angehabt und dann habe ich mir die von Vaco geholt. Okaychen. Gut, wir haben die Gewinner. Hermann, du weißt Bescheid, du rufst mich morgen an. Christian wird sich hoffentlich noch melden. Ja, ist ein Pirelli, also okay, da ist irgendwann in der Kante, kommt, wusste ich nicht. Wie häufig ein Gabelservice sinnvoll? Fahren nur rund 5 Tage im Jahr. Ja, bei 5 Tagen im Jahr würde ich es alle 2 Jahre im Gabelservice machen. Okaychen, ich gehe in Feierabend. Ich danke fürs Zuschauen. Wir waren jetzt doch durchschnittlich so um die 70 bis 90 Leute. Habe mich natürlich tierisch gefreut. Gib einen Daumen hoch. Ich lasse das Video online. Ciao, bis dann.